Moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von China. Ich habe meine Rasselbande hier wieder bei mir versammelt. Und dann wollen wir einfach mal losknorken, mal gucken. Die gucken immer noch so bösartig. Komm, wir gehen einfach mal los. Nach dem Intro geht das los. Bis gleich. Ja, wir sollen hier Toshi helfen und dann werden wir da jetzt mal so rumlaufen. Ich bin mal gespannt. Sollte sich aber eigentlich, glaube ich, ganz gut ausknorken. Ich habe hier auch einen Gast heute mit dabei, so eine schöne blöde Fliege. Ich hasse ja Fliegen, ne? So, nee, da muss ich nicht lang. Erstmal maximale Verwirrung hier. Hier hinter den Schrein, ne? Da konnten wir die Maske benutzen. Bin mal gespannt. Ein bisschen leiser machen muss ich das schon. Ja, ich glaube, so ist gut, ne? Zack, gucken wir mal. Maske verwenden. Wollen wir mal aufmachen da den Laden hier. Plop sagt das. Geilo. Mal gucken, ich bin auf die Rätsel jetzt gespannt. Es gibt ja wieder einen neuen Abschnitt hier. Mal schauen. Ne? Habe ich nicht eigentlich auch ein paar Punkte, die ich verteilen kann wieder? Nee, doch, ich habe genug Punkte, ne? Guck mal, wir können hier einige Punkte verteilen. Stärke von Kinas Schild wird erhöht. Das ist hier mit noch mehr Pfeile ist gut. Und da bräuchte ich dann 400, ne? 5 Pfeile kann ich jetzt abschießen. Ich glaube, das mit dem Schild machen wir auch nochmal. Dann haben wir, nee, da brauche ich wieder viel mehr Karma. Schauen wir mal. Ja, wir gehen einfach mal hoch hier. Mal gucken, sind die Biester immer noch hinter uns? Ach, scheiße, wir müssen hier weg. Oh, geil, Schnee. Jetzt bin ich aber begeistert. Jetzt sieht er auch mal fett aus, ey. Und da ist eine Brücke. Mal gucken, sind wir denn in den Alpen unterwegs oder was? Du Fliege, ey. So, hier einfach nur rüber und darauf, ne? Ja, das hat schon mal geklappt. Cool gemacht. Die will mitspielen, die Fliege hier. Ich werde immer noch verfolgt von den Monstern, ne? Da hast du aber ganz kurz gezuppelt. So. Oh oh. Wenn da schon wieder so Blümchen sind, ne? Das sind so Rotttribünen hier. Herzlich willkommen in der Arena von Gabua. So, uiuiuiui. Mal schauen, was jetzt passiert. Maske verwenden. Wala, nee, die Szene ist richtig. Nur mich muss ich wegmachen.
dad is gone. Can you help me find him? Don't worry. We can look for him together. This is his staff. He can't get home without it. Can you carry it for me? Take it slow. You've traveled a great distance. Crossing over is no easy task. Toshi's spirit was different, stronger than the others. You was able to push me from his memories. Toshi wields an untamed power, but that is not why you failed. Corrupt spirits feed on the conflicts within ourselves. My father told me stories of the Sacred Mountain Shrine and its connection to the spirit realm. After I lost him, I set out to find the shrine, hoping it would make me a better spirit guide. I've always known he was gone. But I thought if I could help enough spirits find peace, he would see me and be proud. Many spirit guides have come before you, but they have all failed. Your father would be proud of who you've become. Okay. He could not accept the fate of our village. He destroyed a sacred creature and broke the natural cycle of the land. It seems Toshi has hidden his relics in the spirit realm. You will need to cross over to search for them. Look for gateways in the village. Dash through them to reach the spirit realm. Okay, cool. L1, R1. Okay, geil, cool. Sport verbraucht deine Schildenergie. Ja, das gefällt mir. Jetzt schon. Erstmal da durchpeitschen. Also muss ich jetzt Toshis Angst Tor. Und dann muss ich da immer Toshis Reue. Ach ja, alles klar. Dann gehen wir erstmal da unten hin, ne? Drei Dinger. Ja, es knorkt. Muss mal gucken, dass ich mich nicht verlaufe. Ne, da lang. So. Toshis Reue. Beschreite den Pfad des Jägers, um nach Toshis Relikt zu suchen. Check. Ach, da ist wieder die Dings. Jetzt passt das. Ne, da bin ich. Wenn ich hier so kreuz und quer laufen könnte, ne? Aber das geht leider nicht. Nur so grob. Da, ne? Aber das muss ich doch erst. Von der anderen Seite dann anschießen oder was? Kann ich das nicht von hier anschießen? Ja, das kann ich ja nicht mal sehen, ne? Was passiert, wenn ich da runterfalle? Dann fall ich da runter. Logisch, oder? Ne, das ist so nicht. Das ist nicht so gedacht auf jeden Fall. Okay, dann geht der noch nicht. Dann müssen wir zu dem anderen gehen. Wir haben noch zwei zur Auswahl hier, ne? Mal schauen, was da noch kommt hier. Dann brauchen wir noch eine Kiste. Einmal die Kiste. Mehr Kristalle für euch Rotz. Ja, doch auch noch. Ja, genau, die. Dann Ding hier. Bling. Die Zwischensequenzen gefallen mir bei Kina außerordentlich gut. Schon echt fein gemacht. Ich glaube, da kommen wir
auf jeden Fall hin hier durch das Tor. Gehen wir erstmal dahin. Mal schauen. Ich glaube hier lang. Nee. Ich sag ja, ne? Ich bin so ein Spieler, ich brauche Minimaps. Irgendwie so eine kleine Minimap, die hilft mir dann immer den richtigen Weg zu finden. So, so da lang. Da lang. Da lang. Das finde ich geil mit dem Schild. Das ist fetzig, ey. Ja, relativ viel Energie. Also man kann das schon häufiger mal benutzen hier. Das, ne? Da müssen wir jetzt gleich durch. Müssen wir kurz warten, bis sich das wieder auffüllt und dann einmal durch da. Yes, Alter, cool. Pfad des Maskenmachers. Das ist jetzt Endgame, glaube ich, wa? Und das sieht sehr nach Rätseln aus. Heilige Scheiße. Oh oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Ich muss es ja ein bisschen leiser machen. So. Da ist wieder so eine Kiste. Besiege alle 500 Feinde. Zack, klang. Ohne getroffen zu werden. Ach du heilige Scheiße. Ohne getroffen zu werden. Ja, das sieht schon mal gut aus. Ja, nee. Alter, was bist du denn für Masken, Mann, ey? Kann ich halt durchpeitschen hier. Oh, das ist ja sehr geil. Damit kann ich die Gegner auch noch angreifen. Mega nice. Wo ist denn der letzte jetzt von denen? Ein Feind ist da noch, ne? Weißt du, der kleinste Pimmelmann kommt um die Ecke, ne? Okay, alles klar. Wie geil. Den habe ich nicht mal gesehen, ey. Der kleine tödliche Link. Also im Deko-Deko-Baum da. Komm ran jetzt hier. Nee. Also den großen kriegen wir auf jeden Fall kaputt, wenn wir dann einfach mal eine Runde rein dashen da. So, lad auf jetzt. Oh, das war zu früh. Das war auch zu früh. Komm mal durch hier. Das finde ich cool. Das finde ich sehr, sehr cool. Ja, das waren jetzt sogar alle. Den habe ich, glaube ich, vorhin einfach nur übersehen, da den kleinen Schniebel Joe, ey. Aber Kiste, ne? Zack. Longs. Viele Kristalle für die Rots. Sau geil. Den habe ich echt nicht gesehen vorhin. Aber passt. Haben wir mitgenommen jetzt hier. Da ist kaputt, der geht noch nicht. Muss ich hier jetzt runter oder kann ich hier oben irgendwas machen? Ich gehe erstmal nach oben. Überblick und so, ne? Zack. Ja, nicht schon wieder so einer. Ja, ich kann auch durch dich durchpeitschen hier. Autsch. In die Eier schießen, ins Auge und auf deinen komischen Jamba-Stab hier. Das ist der Jamba-Meister mit seinem Jamba-Spar-Abo. Okay. Au, au, au. Ach, das sind wieder diese blöden Explo-Biester, ey. Diese komischen Madenviecher. Eieieiei. Und die kann man damit auch totpeitschen. Ja, sehr cool. Aua. Ins Gesicht. Das finde ich richtig geil mit dem Schild, ey. Das macht richtig Spaß. Da bringt ja auch dein Schild nichts mehr, Junge. Bam, jawohl, schön mit Bullet Time. Und rauf da, ihr Rottis. Zack, zerstört hier. Rott verwenden. Was ist das für eine Weihrauchschale? Okay. Ja, dann. Dahin. Ich weiß gar nicht, wo ich die nehme. Ich einfach mal mit, ne? Nehmen wir die mal mit? Die nehmen wir mal mit. Rumpel, rumpel, rumpel. Ach, da, dann muss er aber bestimmt einfach nur da hinten hin. Hier. So, kommt ihr?
Schleppt meine Biester. Ihr habt genug Snickers gekriegt, dann könnt ihr jetzt auch mal schleppen. So, und die anderen da hinten, die fallen, die drei Kevins da an. Zack. Kling. Okay. Soll ich jetzt durch den Stein da durchdashen? Das geht. Oh doch, das ging sogar. Tatsächlich. Jetzt bin ich, wo bin ich denn jetzt gelandet? Achso, da bin ich. Ja cool, dann passt sich das glaube ich gut aus. Hier nach oben. Cool gemacht. Ich mag die Optik total gerne. Kann ich nicht darüber dashen eigentlich und dann springen? Das probieren wir lieber nicht aus. So mit dem Doppeljump kommt man da auch normal rüber, ne? Easy. Den auch, den kriegt man auch hier. Dann einmal hier hin. Ist da oben noch was? Ne. Ist gar nicht mehr so weit. Noch ein bisschen müssen wir noch. Das ist wieder so ein Wasserrad hier. Nach oben. Ah, das ist auch geil. Ne, die sind jetzt keine Herausforderung mehr. Achso, da muss ich einfach nur hier meine Bodies drauf und dann nochmal drauf schießen, dann habe ich das schon mal weniger. Ist ja lästig, ne? Hoppala. Mal durch. Ja, das ist richtig geil mit dem Angriff. Zack, gib ihm. Schade, da war ich zu langsam. Da war ich auch wieder fast zu langsam. Das hätte man am Anfang schon haben müssen, ey. Schienbein, Arrow in the Knee. Zack, und ins Gesicht. Jawohl. Ja, Roddy ist drauf da. Zack, Pfeil drauf, kaputt. Kaputt. Was war denn, hä? Das war, glaube ich, ein Rottgeräusch, oder? Habe ich mich jetzt verhört? Ne, da habe ich mich verhört. Geil wäre diese Engelrotz, ne? Wenn die jetzt auch noch ein Engelsflügel hätten, das wäre richtig witzig, glaube ich. Die Rotz mit Engelsflügeln. Bombe. Bibim. Gucken, darüber, darüber. Ja, alles klar. Schaffe ich das? Zeitmäßig höre das noch nicht. Okay, passt. Ja, das ist jetzt auch einfach, ne? Zack, einmal durch da. Jetzt bin ich oben. Jetzt muss ich halt hier wieder. Okay. Was passiert, wenn ich da jetzt eine Bombe rausschmeiße? Was wird das für ein Rätsel, Alter? Heilige Schande. Und dann muss der gedreht werden. Ich fressen Besen, Alter. Wie soll das denn bitte gehen? Ach, darüber und dann kann ich den. Da hinten und dann da hoch und dann muss ich den drehen und dann den anderen, ja. Und dann ist da noch einer. Oh, ja, ja. Wie fett. Das wird ja mal sportlich spannend, Alter. Ja, komm, geh wieder zurück, du Steinblock. Ihr braucht mich gar nicht alle so hilflos angucken hier. Ich hab nichts zu essen. Netflix gibt's auch erst später. So, das war der. Dann kann ich nämlich hier quasi einmal darauf. Wie gesagt, der muss angeschossen werden. Den auch. Nein, das war scheiße. Jetzt fahre ich da runter. Pass mal auf. Da hoch, oder? Das war, tat fast weh. Den so. Und das wird jetzt auch nochmal mies, Alter. Ist da noch einer irgendwo? Ne, da ist eine Blume, ne? Yes, man, Alter. Puh, geil. Ja, aber cool. Da ist so rüber jetten. Mega geil. Und Halleluja, gehen wir nochmal hier hoch. Ich glaube, da kommt jetzt so eine Bossfight dazu. Oder? Ne, erstmal. Ja, da ist wieder so ein Kuttenboy. Ne, 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 du nicht. Der, oh, den kann man damit richtig geil kaputt machen, den Jungen. Der sieht auch richtig badass aus, Alter. Geilo. Das ist Lucky Two, der Bruder von Lucky Two. Lucky Two, das schwarze Bettlaken. So, komm jetzt, gib mir. Ach du Scheiße, Lucky Two, der zweite. Das ist geil eigentlich. Die sehen auch echt fett aus. Noch einer. Die sind vom Bettlaken-Clan, sind die. Ja, ich kann das nochmal machen hier. Schön in die Eier reingecharged. Direkt abgebissen. So, hier Rotz.
aber aufhellen. Und dann machen wir plops die Blume weg. Blümchen weg. Fertig. Ne, das sieht sogar recht gut aus. Ich dachte, da käme jetzt ein Bossfight oder so. Die Werkzeuge sehen aus wie die, die er trägt. Ah, da ist noch eine Kiste. Sehr geil. Und ein Rotthut, ne? Ja, Maske. Neuer Rotthut verfügbar. Mega. Die Erinnerung gucken wir uns an. Okay, cool. Da. Ja, Knorko. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal wieder, das speichern wir erstmal, haben wir auf jeden Fall schon mal wieder ordentlich einen Schritt geschafft von China. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Anschauen dieses Let's Plays. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn dann. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren. Coole Sache, draufdrücken, Glocke aktivieren. Dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.